Schwerin-Sport tief wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Die Handballdamen des SV Grün-Weiß-Schwerin sind die Mission Dritte Liga von Anfang an mit jeder Menge Selbstbewusstsein angegangen. 2 Siege in 5 Spielen konnten sich sehen lassen, auch wenn die doppelten Punktgewinne in der Fremde eingefahren wurden. Dann folgte ein Doppelspieltag. Das Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Jörl wurde verloren. Dennoch war der Saisonstart ganz gut. Also ich glaube, zum Teil zu gut, muss ich sagen. Also es ist so, uns fehlt so ein bisschen so, gefühlt ist mir so ein bisschen die Galligkeit verloren gegangen. Der Respekt so von der dritten Liga, es wird Handball gespielt. Also so wie wir uns zu Anfang darauf fokussiert haben, das gelingt uns jetzt nicht immer mehr. Also weil wir haben eben ein paar Siege geholt schon und wir merken, dass wir auch bei guten Mannschaften durchaus mitspielen können. Gegen das bisherige Schlusslicht VfL Stade sollte es also klappen mit dem ersten Heimsieg. Doch von Anfang an war irgendwie der Wurm drin bei den grün-weißen Mädels. Ob es daran lag, dass Stade gerade den Trainer gewechselt hatte oder dass bisher noch nicht zu Hause gewonnen werden konnte. Die Gäste drückten der Partie erst einmal ihren Stempel auf. Am Vormittag wurde extra noch einmal ein wenig trainiert, um Spannung abzubauen. Trotzdem kam vor allem im Angriffsspiel viel Nervosität auf. Zu selten sahen die Zuschauer in der Reiferbahn so schnörkellose Angriffe ihres Teams. Bis zur Halbzeit hatten sich die bis dahin sieglosen Stader Mädels mit 4 Toren abgesetzt. Stade hat auch deutlich stärker gespielt als die 5 Spiele vorher. Sie haben kaum technische Fehler gemacht und dadurch sind wir gar nicht so richtig in den Gegenstoß gekommen. Und also das haben sie schon sehr, sehr schlau gemacht. Ja, ich finde, sag mal, unser jugendlicher Leichtsinn müssen wir ein bisschen ablegen, ein bisschen routinierter spielen. Ne? Und dass wir, wenn wir die Aktion spielen und die reingehen, ne, dass wir darauf aufbauen. In der zweiten Hälfte war den Mädels schon anzumerken, dass sie eigentlich einen anderen Plan verfolgten. Stade hatte aber immer wieder eine passende Antwort parat. Mehr als die halbe zweite Halbzeit schon rum und die Gäste hatten sich mit 7 Toren schon ein ordentliches Polster geschaffen. Doch eine doppelte Unterzahl beim VfL brachte die Schwerinerinnen wieder zurück in die Partie. Als hätten die Teams kurzfristig die Trikots getauscht. Bei Grün-Weiß klappte jetzt fast alles, Stade wurde mit jeder Minute nervöser. Ja, also dass wir fighten konnten können, habe ich immer dran geglaubt, ne? Aber dass wir echt nochmal das Ruder umdrehen, also das war echt, ja, das war schwere Arbeit. Ja, das sieht man ja auch immer wieder bei Mannschaften. Und diesmal waren wir im Plus und haben Glück gehabt mit 1-2 Geschichten. Das stört uns dann auch keine Unterzahl oder sowas, das kriegst du dann trotzdem irgendwie hin. Aber du brauchst einfach mal so einen Flow. Und ich würde mir für meine Mannschaft einfach mal wünschen, damit wir uns freispielen, dass wir mal am Anfang des Spiels so einen Flow haben. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten 3 Spiele, jetzt das 4. Spiel, wo wir immer im Rückstand hinterherlaufen. Zum Glück hatten die Schwerinerinnen den Flow aber erwischt. Fehler im Aufbau bei Stade und schneller Tempo-Gegenstoß zum Anschlusstreffer durch Nina Fischer. Dasselbe Schema beim Ausgleichstreffer, nur dass die Schützin diesmal Steffi Lars hieß. Die erste Schweriner Führung nach der Anfangsphase der ersten Halbzeit war Kim Dehling vorbehalten. Stade kam nicht mehr zurück ins Spiel, Grün-Weiß brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Riesenjubel und die Erkenntnis, dass es zu Hause tatsächlich funktionieren kann. Wir würden gerne eine Serie starten, ganz klar. Und mein Lieblingsspruch ist ja auch immer, zu Hause sind wir nie Außenseiter. Ne? Also selbst wenn wir Aufsteiger sind, aber das hat man auch gesehen in den Spielen. Und daran müssen wir versuchen festzuhalten. Irgendwann wird es auch, ich sag mal, gegen die Spitzenmannschaften hier zu Hause klappen. 28-27 der Endstand. Ein Spiel, aus dem das junge Team sehr viel mehr mitnehmen kann, als nur die 2 Punkte in der Tabelle. Nächstes Heimspiel für die Mädels ist dann am 19. November gegen den TSV Nordharreslee. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.